Ja, ein bisschen windig ist es, aber 21 Grad im Schatten. Bis 22 soll es halt werden. Meistens wird es 1 oder 2 Grad wärmer als das. Aber es ist auf jeden Fall schon so warm draußen, dass es wärmer ist als drin. Vivian ist hier schon wieder beschäftigt mit ihrem komischen Gartenprojekt. There's already something coming. And here, you think too. You think it's what you put in there, or maybe it's no, it's nothing else. It was plain dirt and And here, radish. Oh, okay. And broccoli. What size broccoli? Broccoli. Oh, it's in French. Okay. And lettuce. So ja, das kommt auf jeden Fall alles schon. Und wir überlegen natürlich, weil wir heute jetzt schon fast 3 Uhr haben, ob und was wir denn heute bei diesem wunderschönen Wetter machen können. Wir haben Dienstag, aber das ist ja zu diesen Zeiten eher irrelevant, was für einen Wochentag wir haben. So, what do you want to do? Nothing to do. Also wir können uns irgendwie nicht einigen, was wir machen. Wir müssen auch noch unsere Steuererklärung abgeben. Und dann zumindest mal einen Antrag einreichen für diesen komischen Stimulus, den wir da eventuell bekommen. Denn, wie es heißt, kriegen wir ja beide 1200 in den harten Zeiten, wo wir jetzt nicht arbeiten dürfen können und so weiter. Aber das werden wir mal sehen. Das wäre natürlich ganz nice, dann könnten wir nämlich unsere Miete bezahlen. Ja, morgen wird es wieder super schönes Wetter, deswegen müssen wir heute nicht unbedingt zwangsläufig raus, aber das ist einfach geil. Und ich habe immer noch so viel deutsches Blut in den Adern, dass es mich bei jedem schönen Wetter nach draußen zieht. Obwohl es ja hier dann eigentlich irgendwann jeden Tag so ist. Aber noch nicht. Wir hatten ja die letzten Tage nicht so viel Glück mit dem Wetter. Aber heute ist es einfach wunderschön. So, angeln war ich nicht mehr und unterwegs waren wir auch nicht mehr. Wir haben teilweise die Sonne auf dem Balkon genossen, aber das war's. So, mein absolutes Lieblingstool hier von meinen Saarbrücker Zeiten wird bald hoffentlich wieder funktionieren. Und zwar gibt es Apparate, die konvertieren amerikanischen Stromfluss von 110 Volt hoch auf 230 Volt. Die Dinger sind super schwer, die wiegen bis zu 3-4 Kilo und da kann man auch ein Schweinegeld für ausgeben. Aber ich habe jetzt mal so ein billigeres Teil gekauft, das geht bis 300 Watt. Das Ding, das benötigt 160 Watt und man kann halt die Dinger auswählen, 100 Watt, 200 Watt, 300 Watt, wie auch immer. Naja, ich habe auf jeden Fall $30 ausgegeben, das kommt demnächst mal an und dann hoffe ich, dass ich das Ding hier wieder in Betrieb nehmen kann. Das Ding, das kostet immer noch in Deutschland 160 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das war mein absolutes Lieblingstool. Und es wird es auch wieder werden im Sommer für Eiscreme und Smoothies und so weiter. Von daher, ja. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen einkaufen. Und dann gibt es Abendessen. Stimmt's? Was gibt's? Ich habe kein Wort. Keine Worte. Ja, der Lehrer fällt immer nichts ein, besonders wenn sie, wenn sie die Kamera im Gesicht hat. Aber sagt nichts. Morgen gehen wir auf jeden Fall mal raus. Ja, man sieht die Freude pur und den Enthusiasmus, den die an den Tag legt. So, bereits 7:30 und es wird langsam dunkel. Ey, was für ein Spinner, ey. Ja, und ich muss einkaufen. Die Liane, die rastet schon wieder völlig aus. Da habe ich Kassenzettel von vor 1-2 Wochen aus meinem Einkaufsbüdel auf den Tisch gelegt. Ey, da werden die Kassenzettel direkt weggeworfen und der Tisch direkt desinfiziert. Also ich will nicht wissen, was passiert, beziehungsweise ich werde ja wahrscheinlich wissen, was passiert, wenn ich zurückkomme mit den Einkaufsutensilien.
Die hat mir so eine lange Liste mitgegeben zum Einkaufen, weil wir maximal einmal in 2 Wochen jetzt einkaufen gehen sollen. Weil das die Regierung vorschlägt. Also man kann es auch übertreiben. Mal sehen. Naja, aber als er heute schon wieder gehört hat, 800 Tote in den USA und hier überall, wo getestet wird, da gibt es auch Leute. Naja, ich nehme auf jeden Fall meinen großen Einkaufsbüdel. Ich versuche, das Benutzen von diesem Einkaufswagen zu vermeiden. Mal gucken, ob ich noch irgendwo tanken gehe, damit wir morgen nicht noch irgendwo hin müssen. Na, das muss ich also mal sehen. So, einkaufen. So, ich bin wieder zu Hause beim Einkaufen. Und schon kommt die Jan mir entgegen. Sanitize. Und fängt hier an zu sprühen. Nicht on the Teppich. On the concrete. Oh Gott. So, das war ein ganz interessantes Einkaufserlebnis. Die haben an der Kasse 6 Fuß Abstand neongelbe oder neonorangene Streifen hingemacht, damit die Leute Abstand halten. Der Reis war ausverkauft. Und war schon vorher am Tag wohl limitiert auf 1 Packung pro Person. Milch war ausreichend vorhanden, ist aber limitiert auf 4 Gallonen pro Person. Also wer kauft 4 Gallonen Milch? Und ansonsten war eigentlich alles zu haben. Die Leute tragen, 50% der Leute tragen Mundschutz oder Gesichtsmaske oder wie auch immer. Und die anderen, die sind einfach, denen ist es einfach scheißegal. Da laufen Kinder rum, die fassen alles einfach an. Und naja, denen ist eigentlich ziemlich egal. So, jetzt macht die Leander ihre große Desinfektions... Die sprüht jetzt einfach alles ab. Und wischt einfach alles ab. Und da hat sie einiges zu tun, denn ich habe einiges gekauft. So, Leander ist hier immer noch gut beschäftigt. Und 2 Dinge habe ich noch vergessen zu erwähnen. Am Eingang steht ein großes Schild, da wird immer drauf geschrieben, was alles ausverkauft ist. Also Hand Sanitizer sowieso und Klopapier und Küchentücher und so weiter. Der Laden ist zum Teil abgesperrt, sodass die Leute nur einen Weg gehen können, mehr oder weniger, und sich nicht unbedingt entgegenkommen. Und die haben, ja, die Kassiererinnen, die tragen halt Gummihandschuhe und die haben da so eine Glaswand installiert. Die ist allerdings nur super schmal und naja, ich weiß nicht. Wenn einer hustet, dann ist es wahrscheinlich... Huste? Na, das hat keiner gehört. Keiner, okay. Ich erwähne nur Husten, da flippt die Lian schon wieder aus. Okay, während die hier schon wieder das Abendessen vorbereitet, es gibt hier Bacon mit Eiern. Auf Schwarzbrot. Das habe ich mir zumindest gewünscht. Dinner ist ready. Fantastisch. Philadelphia, Schwarzbrot, Tomaten und Ei. Rührei. Mmh. Lecker, lecker. Ja. Ein bisschen spät schon, aber macht ja nichts. Wir gehen auch mal spät ins Bett. Ja, wir haben schon wieder 2 Uhr. Zeit ins Bett zu gehen. Also, ein Glück läuft Amazon Prime Video oder wie auch immer. Morgen ab, denn gute Filme gibt es da irgendwie nicht mehr. Also ich habe schon wieder so einen komischen Film gesehen. Ich meine, man will natürlich dann wissen, wie es ausgeht und deswegen guckt man ihn zu Ende, aber oh Mann, war der schlecht. Ja, morgen ist der 1. April beziehungsweise heute schon. Und obwohl man natürlich in diesen Zeiten auf einige Ideen kommt, April's Fool's Day heißt das ja hier. Wäre es natürlich ziemlich makaber und so weiter. Naja, morgen muss ich auf jeden Fall raus. Heute bin ich nur zum Einkaufen raus und das war... Ne. Geht nicht. 2 Bewerbungen schicke ich morgen raus für Kirschbaum trocknen. Das ist nur ein kurzfristiger Job. Fängt im Mai oder Juni an für 2 Monate in Washington. Washington ist natürlich auch eine Hochburg vom Coronavirus, aber ja, die Steuern müssen wir auf jeden Fall erklären, denn dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, an die Kohle zu kommen, die Government ja ausschüttet, mal sehen. Und ja. Quarantäne, ne? Ist halt wahrscheinlich für alle nicht das Geilste.